Ja, mit diesen tollen Klängen. Hallihallo zurück bei Stray auf der Bläse 5. Genau. Ja. Gut, dann schauen wir wieder weiter. Jetzt bin ich wieder am Ich stopp mal, David. Da gehen mir die Kabel auf, ehrlich gesagt. Wenn ich sowas lang höre. Da bin ich schlimm. So, jetzt reicht es dann wirklich. Ich meine, gut und schön, aber irgendwo sind Grenzen. Ne? Gut, jetzt bin ich wieder am Zug. Jetzt habe ich wieder den Kontroll in der Hand und werde ein bisschen mit unserer süßen Katze hier die Gegend unsicher machen. Gut, da haben wir alles erkundet. Wir haben mittlerweile, ich schaue noch mal ganz kurz, nichts mehr für ihn im Repertoire. Da haben wir gesagt, da haben wir es. War ich da schon hierbei? War ich da schon? War da was? Ist da irgendwo was versteckt? Na, da war ich sonst nichts. Gut, dann schauen wir mal, bevor wir da reingehen. Haben wir dem jetzt schon? Haben wir schon, ja. Roshi, genau. Bevor wir da reingehen einmal, will ich da noch nach unten schauen. Da ist dann eh der Weg. Dann schauen wir da mal nach unten. Da haben wir den Ball vorher runtergeschmissen. Also du, nein, das besser war, gesagt. War das der? War das nicht der andere? Da sind auch jede Menge NPCs. Übersetzen, da haben wir schon wieder was zum Übersetzen. Der Marktplatz. Okay. Vielleicht können wir da... Ja, da können wir. Hey, und da gibt es die Kabel. Da können wir Kabel kaufen. Ja, und da geben wir ihm was dafür. Inspizieren. Schauen wir mal, was haben wir denn da? Asus. Hallo, ich bin der Kaufmann vom Markt. Na, was denn sonst? Du gibst mir etwas. Ich gebe dir im Austausch auch etwas. So einfach ist das, ja? Wie soll dieser Markt, ne? Das ist ein Ur... Also im Tauschmarkt so. Das hier ist ein uraltes Relikt, ein Zeugnis für das Talent unserer Vorfahren. Es kostet dich 3 Dosen Energy Drinks. Ah, 3 haben wir nicht. Einer fehlt noch. Weniger ist nicht drin. Schade. Also wir müssen noch eine Dose finden. Dann kriegen wir das. Und wir haben nur... Haben wir 2, ne? 1, 2, ja. Ah, schade. Okay, brauchen wir noch eine Dose. Stromkabel, warte, schauen wir dann gleich. Wieder ein Notenblatt. Das kostet mich auch eine Dose. Aber ist egal, wir brauchen es sowieso. Yeah. Das kaufen wir, oder? Wenn es geht. Ja. Bitteschön. Okay, danke. Jetzt haben wir wieder eines. 4 von 8. Und da haben wir Stromkabel, die brauchen wir auch. Wie viel kosten wir die? Ah, den haben wir auch schon. Super Spiritus Reinigungsmittel, das haben wir nämlich da bei ihr drinnen gefunden. Ja. Das ist das ja, danke. Mach mal. Super Spiritus Reinigungsmittel. Na bitte, da geht was weiter. Die geben wir dann der Oma, dann strickt uns was. Weil die werden wir auch brauchen für irgendwas. So, da brauchen wir dann noch 3. Und wir haben noch eines. Also 2 brauchen wir jetzt noch. Gibt es sonst noch irgendwas? Was sonst noch was? Ja, das war eh das, ja, alles klar. Okay, sonst ist dann eh bei ihm nichts. Normal so sprechen kann man mit ihm nicht. Was ist mit ihm? Und mit dir? Schwind! Hm? Kann ich dir was zeigen? Das hat einer schon mal gesagt. Ja, das wiederholt sich dann eigentlich. Aber darum sage ich ja, wenn nicht wirklich irgendwas Bestimmtes gebraucht wird. Vielleicht findest du im Müll da auch irgendeinen. Ja, aber ich kann nicht irgendwie was interagieren. Es ist kein Interaktionspunkt, dass ich was suchen könnte oder so. Okay, ja. Sonst müsste da irgendwas oder. Ja, ich da ja, ist schon klar. Was? Wir haben Glück, dass wir diese Gegenstände haben, um uns gegen die Zurks zu verteidigen. In den Slums gibt es viel Bedrohungen und Vorsorge ist das A und O. Mhm. Aber diese Zurks, ne, die sind, ich dachte, die sind Zurks alle, das Volk. Ja, nein, das sind, ich glaube, weißt du, ich glaube, die Zurks sind das nicht die kleinen Böte, was mich da zweimal oder dreimal schon getötet haben. Okay. Ich weiß nicht. Ich dachte, oder gehören das die Volk zu den heißt Zurk. Ja, hätte ich am Anfang auch geglaubt, aber ich glaube, das sind die Bösen. Okay, gut, dann haben wir das auch einmal hier. War das sonst eh nix. Aber man kann hier so... Mal, wie es durchkrabbelt unten, schau. Wie cool. Man kann hier so viel übersehen. Das ist wirklich ein Wahnsinn. So, ich glaube, jetzt herunten haben wir jetzt bald einmal so ziemlich alles. Aber ich will jetzt trotzdem noch einmal kurz da schauen. Bei den Erinnerungen.
Wo ist das? Da war man noch nicht. Das sieht man so schlecht hier. Dann hier. Ich glaube fast, dass das wer andere ist, der was da putzt. Weil das ist da ein anderer Hintergrund. Da ist ein Fenster zu sehen. Ja, aber das ist nicht bei den Waschmaschinen. Das ist in keiner Wäscherei. Das ist woanders. Es sieht aus, als wäre das in einem Haus. Ja, Hotel oder so, oder reiner zumindest. Sauberer. Der Boden, siehst du, da ist andere. Da ist ein Teppich drinnen. Mhm. Das war in der Wäscherei nicht. Das haben wir fertig. Ja, das ist auch dann oben, weil da ist schon Himmel. Das ist da, ich glaube, da müssen wir dann sowieso woanders hin. Aber egal. Man kann da ja jederzeit wieder zurück. Okay, dann haben wir das auch. Also habe ich vergessen, dass ich auf Ding drücke da. Na, egal. 5 Minuten ungefähr, wenn wir spielen, so circa. Also 8 Minuten ist eh nicht. So, dann müssen wir da jetzt einmal. Ganz wichtig. Mit denen haben wir eh schon gespielt. Mit dem Wächter. Sagt er was Neues? Was brauchst du? Kannst du dem Wächter das Bild auch zeigen? Probieren wir es. Das ist eh das Einzige eigentlich, sonst alles andere braucht wie andere. Lächerlich, ja, der kann es nicht glauben. Ne? Ah, das ist der Aufzug. Hä? Okay. Was ist der Aufzug? Der war in die Außenwelt führen, aber er ist kaputt. Ne? Wir müssen mal da näher rauf, ist die Hauptmission, ne? Also Hauptaufgabe. Mit dem Ding da sprechen, da müssen wir schauen, wie wir raufkommen. So, da kratzen wir mal ein bisschen. Das meinte ich. Also das Haptische hier. Wenn man da so drauf drückt am Controller, wie das. Der Widerstand, ne? Irgendwo ist der Maus versteckt. Irgendwo ist sie. Wo ist sie denn? Hey, scharf. So. Joris. Du hast uns so einen Schrecken eingejagt. Wir dachten, du wärst ein Zurk. Na, bitte schau es wieder zurück. Ich habe nichts für dich. Sagst, bist du auch? Kannst du was? Der sagt gar nichts, ne? Vielleicht schon tot. Ron, dachtest du wirklich, du könntest den Aufzug nehmen? Ich habe noch nie gesehen, wie das Ding funktioniert. Und ich werde morgen 374 Jahre alt. Kennt man da noch gar nicht an. Das kennt man ja gar nicht an. Schaut nur so frisch und jung aus. Irgendwie, oder? Okay. Oder er, Ronen, ich habe keine Ahnung. Anjaila. Das ist aber kein Mann, gell? Anjaila. Was ist das? Das hört sich weiblich an. Warum da hochgehen? Du hast vor 5 Minuten gesagt, es ist ein Er. Anjaila? Ist weiblich, oder? Ja, du hast gesagt, es ist männlich. Wer? Anjaila. Die haben wir noch gar nicht gehabt. Du hast gesagt, der. Die. Na, das. Der. Egal. Sag einfach es. Da oben ist doch auch irgendwas. Es ist 99:99. Übersetzer kam schon wieder, schaut was an. Die alten Geschichten sprechen von. Warte mal, das geht mir zu schnell. Die alten Geschichten sprechen von natürlichem Licht, das von einem Stern ausging und zu unseren Füßen landete. Dieses Licht verursachte Wärme und Wohlbefinden bei unseren Vorfahren. Es half ihnen zu wachsen. Okay. Da drüben auch. Unsere längst verstorbenen Vorfahren, die Weichen, haben uns diese Stadt hinterlassen. Unser Zuhause ist ihr Vermächtnis. Okay? Also die nennen die Menschen die Weichen. Nee, klar, weil man die Haut und alles ist ja weich, ne? Und Roboter sind hart, ne? Weil sie aus Metall sind. Denke ich da richtig? So, da sind auch noch zwei Lustige. Der eine ist tot und der kann, mit dem kann man reden. Jo, der Johann! Jetzt haben wir schon den Johann und den Karl. Jetzt haben wir schon den Karl und den Johann. Den Johann und den Hans. Den Hans und den Karl. Jetzt fehlt nur der Peppe. So. Gut, ja. Peppi ist gerade holen. Mehr ist da aber dann eh gerade nicht auch. Nur unsere Vorfahren können diese Farben unterscheiden. Es heißt, dass sie einst die Welt beherrschten. Ist jetzt interessant, ist die Menschheit wirklich gestorben? Oder ist sie einfach nur woanders? Sie ist woanders. Wir werden es sehen. Jetzt gehen wir zur Umschel und
Die war da vorne. Lass mir sie mal einen schönen Pulli oder was auch immer stricken da. Ich schaue ganz kurz noch was. Na, passt ja. Haben wir noch eine. Wir haben noch eine Note, ein Notenblatt, den können wir auch in Ding schnell geben noch, wenn ich schon da bin. Machen wir das vorher noch schnell. Ja, wir haben schon wieder. Passt näher, gell? Meine, im Endeffekt ist es eh egal, ne? Gehen wir zu unserem Rasterfreund. Ja, ich habe noch was für dich. Wieder eines. Des Nachts du hold am Rechnen bist. Okay? Oh, der ist gut. Hier, hör zu. Leg dich hin. Muss ja nicht. Aber ich kann ich besser genießen. Ne? Das ist cool. Na, hört sich cool an. Das Beste eigentlich, oder? Bis jetzt? Ja, wer die Noten lesen konnte, kann. Genau. Gut, dann gehen wir mal zur Oma. Und dann haben wir, glaube ich, so weit einmal hier herunten. Zumindest einmal hübsch alles. Dann können wir uns da mal ein bisschen auf die Dächer begeben. So, wo bin ich da? Waren wir da? Wo war die Oma wieder dahin? Das war der, was nichts redet. Da oben kann man eh nicht drauf. Da vorne sehe ich ja die Omi. Die haben wir schon gesprochen? Genau, ja. Omi! Bin ich gespannt, was die. Jetzt tun wir zuerst einmal. Da, machen wir zuerst einmal so. Tun wir zuerst einmal lieb haben. So, nochmal lieb haben. So, und jetzt sprechen wir mit dir. Ja, hab ich. Ja, ich gebe dir. Gebe dir. Kriegen wir den gleich? Hoffentlich ist er gleich fertig. Ich weiß nicht, oder müssen wir später herkommen, dann ist es auch oft möglich bei so Spielen. Ah, das ist schnell gegangen. Mal das Speedoma, ne? Fangt's raus und ist schon fertig auch, ne? Neuen Gegenstand errungen. Poncho. Werden wir sicher auch brauchen. Bitte sehr kleines, das wird dir gut stehen. Oh. Ziehen wir den jetzt an, oder was? Keine Ahnung. Geh mal in den Inventar. Warte, ich schau noch kurz. Sagt's noch was? Und gefällt dir das neue Outfit? Weiß ich nicht. Na, ich glaube, kann ich nicht tragen. Ne? Einige meiner besten Handarbeiten. Okay, gut. Ja, mehr sagt's nicht. Okay, gut. Geh mal in den Inventar, so nur. Und dann schau mal, ob es den irgendwie. Ich probier's. Das sieht richtig warm aus. Perfekt für einen fröstelnden Roboter. Ah, für ihn? Ach so, für einen normalen wahrscheinlich. Für einen großen Roboter, okay. Ja, wir werden sicher erfahren. Das ist sicher ein Questgegenstand. Müssen wir sicher irgendwem geben dann. Ja, wir haben ja schon was, ne? Okay. So, dann würde ich schauen. Schauen wir da mal nach oben mehr in irgendeiner Richtung, oder? Hast du Lust, oder? Ist das okay? Glaubst du? Ja. Oder? Mach einfach. Ich begebe mich da mal in höhere Gefilde. So, jetzt sind wir da oben. Habe ich mit dem schon gesprochen? Nein, auch noch nicht. Das ist der Opa jetzt. Das ist der Franz. Der Heptor. Du bist es. Was für ein komisches, kleines Kerlchen. Aber irgendwas strahlst du aus. Ich veranlasse dich zu streicheln, aber tu es nicht, weil ich nicht weiß, warum. Das ist auch eine gute Aussage, ne? Ich fühle mich veranlasst, dich zu streicheln, aber tu es nicht, weil ich nicht weiß, warum. Was? Einfach nur dämlich. Willst du einen Poncho von mir? Ich erkenne Omas Stil. Sie ist sehr talentiert, weißt du? Ja, sie ist scharf auf ihn. Ja, er ist scharf auf sie, so rum. Okay, egal. Ja. Kann man da eigentlich rein? Eher auf sie. Ich schau da mal. Wie geht's da? Achso, da war ich eh schon. Ursprünglich, glaube ich, da oben. Bin ich jetzt ganz oben? Ich schau noch einmal ganz kurz was. Aber sonst ist da eh nichts nachgewiesen. Ich weiß nicht, wo soll ich denn hin? Wo soll ich hin als nächstes? Geh einfach weiter. Davor vielleicht mal. Da? Ah, da ist noch, da ist noch eine. Waren wir da schon bei dem Getränkautomaten da drüben? Nein.
Weil aber wir bräuchten zwei, um sich ja, das zu aber kaufen. Ich hol mir. Dann hätten wir schon wieder eines. Ist ja wichtig. Brauchen du mal's? Ja, super. Wieder einer. Jetzt fällt uns noch mal einer. Und wo war das dann? Bei wem braucht, haben wir das gebraucht? Beim Händler. Ah ja, also genau. Bei ja, alles klar. Porsche-Händler da. Gut, dann haben wir da wieder einen. So, dann da waren wir, da sind wir gekommen. Machen wir es einfach in Uhrzeigersinn. Da geht's dann, geht's da auch auf. Oh, die springt super, die Katze. Die Katze auf dem heißen Blechdach. Okay. Ich schaue nur kurz, ob da irgendwo was liegt. Im unteren Bereich von den ganzen haben wir eh schon alles erkundet. Wow. Ich glaube, du fallst runter. Schreckt mich immer. Nein! So. Das wollte ich nicht. Schreckt mich jedes Mal, dass mit unseren Katzen was ist, weil das hört sich so. Ja, so miauen tun sie öfter mal. Ne? Das ist nichts Neues. Aber das ist. Ah! Das wollte ich nicht. Das hört ist so echt. Hört sich das an? Hallo, du sollst da. Wieso? Kannst du nicht? Hallo, kannst du nicht? Ich will. Hackt die gerade oder so? Ja, ausgeschaut hätte so. Ne? So geht's von da. Jetzt. Jetzt geht's. So, ich bin runtergefallen, nämlich das wollte ich vorne. So, komme ich darauf? Ja. Dann wohin des Weges? So rum. Naja, da geht's rauf. Waren wir da schon? Ah, da kann ich auch wieder kratzen. Da kann ich kratzen. Machen wir das? Ich weiß nicht, ob das Kratzen was bringt, ich habe keine Ahnung. Aber wir machen es einfach, wenn wir es können. So. Stopp. Da liegt eine Fernbedienung. Hey, der kann man auch nehmen. Ich warte kurz, die Jessie ist nicht da, dass sie nichts verpasst. Wird gleich wieder da sein. Was ist denn das da bitte? Da kann man doch sicher auch rüber. Ja, kann man. Da kann man auch rein. Okay, ich glaube, müssen wir da nicht eh hin. Wo ist denn eigentlich diese? Ah, da rüber. Da müssen wir dann rüber. Okay, da waren wir eh schon bei dem. Da liegt auch einer oben. Ich warte noch ganz kurz, wo die Jessie kommt sicher gleich. Ich schaue da kurz nochmal runter. Wenn man von dieser Seite zu dem Typen darauf kommt, geht sicher. Ja, das geht. Da sehe ich noch überall Typen. Boah, da gibt es so viel zum Sehen. So viel gibt's da. Den haben wir auch noch nicht. Mit dem haben wir noch nicht gesprochen. Da unten war man, glaube ich, ja, genau, das war da. Ich muss mich kurz ein bisschen orientieren. Bei dem Typen weiß ich jetzt gar nicht, ob wir da schon waren. Haben wir mit dem schon gesprochen? Oh ja, das ist die Vapora oder der Vapora. Da waren wir schon. So, dann hier rüber. Ich schaue kurz, bevor wir das alles machen. Nur was da alles noch gibt, dann brauche ich dann später nicht. Ah, sie kommt eh schon wieder. Jessie, ich schaue nur kurz alles ab, dann können wir dann gleich, dass ich da mal ein bisschen einen Überblick verschaffe. Ja, sicher. Okay, bei denen waren wir schon, die was ursprünglich die den Lack darunter geschmissen haben, die Farbe. Okay. So, ich habe jetzt geschaut. Da gibt es einiges noch zum Entdecken. Auf den Dächern. Ich will mal einen guten Überblick beschaffen. Und zwar, da liegt da mal einer. Den sprechen wir jetzt mal an. Okay. Sveneto. Diese Lichtkreise sind schon schön anzuschauen, aber ich möchte eines Tages den echten Himmel sehen, ja nicht nur du. Haben wir was für dich? Nicht wirklich. Ja, dann zeig ihm mal das Bild. Ja, vielleicht. Was der da jetzt dazu sagt. Die Außenwelt. Momo sagte mir, dass er mich eines Tages dorthin bringen würde. Ja. Momo ist, glaube ich, der Einzige, was daran glaubt und es wirklich, dass das gibt.
Das einzige wirklich, was dran gehabt. Wo schauen wir mal, wo die Leuchte kam. Eh von uns, da müssen wir rauf. Da müssen wir hin. Momo, ist das eigentlich auch einer von denen? Wir werden alles sehen. Wir werden alles sehen. Ich gehe da mal rüber. Da war noch mehr. Da können wir dann runter nachher. Okay, da müssen wir erst mal raufkommen, dass wir runter können wieder. Da war der. Haben wir mit dem jetzt. Das waren die mit der Lacke, ja. Also mit der Farbe. Darüber geht es dann auch noch, genau. Und zwar liegt da, das wollte ich auch nicht ohne dich machen. Das ist nämlich eine Fernbedienung dann da unten. Da kann man eine Fernbedienung aktivieren. Vielleicht kann man den Fernseher einschalten. Schauen wir mal, was da passiert. Okay. Aha, okay. War auch nicht mehr irgendwie, gell? Hast du irgendwas in Erinnerung von einer Erinnerung? War da was in der Nähe, was so ausgesehen hat? Nein, gell, nicht wirklich, bis jetzt, gell? Nein, eigentlich nicht. Gut. Jo, ich weiß nicht, das mit dem Putzer, das ist wirklich irgendwo in einer Wohnung oder so, das ist weit. Ich glaube, da kommen wir erst hin. Man erkennt sie ja eh am Boden, ne? Dass sie das aber erkennen können, wie der Boden aussieht. Ja, ja. Dann kann man sich ja orientieren. Auf jeden Fall. Bisschen. Ich überlege nur kurz, wo können wir noch hin? Wo waren wir noch nicht? Was haben wir noch nicht hier oben gesehen? Da vor, oder? Ja, schauen wir mal darum. Hallo, ich will. So. Da mal rüber und rauf und runter und was weiß ich. Darüber mal, wollen wir da schauen? Da waren wir da schon? Ich habe keine Ahnung. Da waren wir. Ah, da geht's auch. Schau, da geht's rein. Okay. Und da geht's auch rauf. Hey, da ist eine Tür. Auf jeden Fall ist diese Erinnerungen sind auf jeden Fall in dem Bereich. Die sind sicher da alle versteckt irgendwo. Ja, es gibt ja sieben hier. Hoch, ne? In diesem Bereich gibt es sieben. Was ist das für ein Geräusch an der Tür? Wahrscheinlich nichts. Ah, okay. Machen uns auch nicht auf. Ja, vielleicht kommen wir da nicht überall. Wir werden auch nicht reinkommen wahrscheinlich. Geht's da auch nochmal rauf? Geht's dann? Ah, Notenblatt! Das habe ich gar nicht gesehen hier am Tisch. Ja, ich auch nicht. Wieder eines. Okay, gut. Das war Glück. Das war Zufall. Das hätte ich sonst nicht gefunden. Also auf den Tisch, dass ich da raufklettere, das war nur Zufall. So, dann schauen wir mal, ob wir da reinkommen, da in das. Ich will. Okay. Bisschen verwirrend hier. So, dann müssen wir da rauf. Dann so, schauen wir da mal rein. Oh, vielleicht. Da ist doch sicher auch irgendwas. Ja, sicher. Allerdings, bevor wir das machen, machen wir kurz einen Cut und beim nächsten Mal geht es dann hier rein in dieses, ja, Zimmerchen. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zusehen, fürs Zuhören. Dann geht es das nächste Mal wieder mit. Geht es dann wieder los bei Stray auf der PlayStation 5. Genau. Und bis dahin, ciao, bis zum nächsten Tschüss. Mal. Tschüss.